Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Wir sind jetzt hier am Stadteingang, wo wir angekommen sind, bei unserem Let's Test. Und ich gehe jetzt einmal hier raus zum zentralen. Ja, genau, zum zentralen Tanalan. Weil ja hier die Klassenquest, sag ich mal, auch noch weitergeht und wir sie eh hier abgeben müssen, würde ich sagen. Wenn wir das jetzt hier erstmal weiter in Angriff nehmen. Ich hätte es ja auch in einer anderen... Wartet mal, ich schau mal kurz. Ich hätte es ja auch im westlichen weitermachen können. Aber hier ist eigentlich auch nicht so schlecht. So, und hier diese komischen Ringe, die ihr hier oben seht. Das sind diese speziellen Erfolge, wo man noch zusätzliche, wie soll ich das sagen, diese zusätzliche Bonuserfahrung noch bekommt. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel, ob es plus 3 oder 4 sind, die wir jetzt hier töten müssen, aber das werden wir gleich sehen, wenn hier wieder was aufploppen tut. Okay, dann halt so. Ich glaube, es dürften plus 3 sein oder so. Ach, das ist auch einer. Okay, ne, dann greifen wir den gleich mit an. So ein wenig Feuer und Eis wieder. Yay. Drauf da. Schick. Ich glaube, so die Kombo ist schon... Ah, halt, stopp. Da habt ihr gerade gesehen, wir bekommen wieder zusätzliche EP. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo das Bestarium war. Vielleicht unter B? Wer hätte es gedacht? Stimmt sogar. So, was bräuchte man noch? Eine Riesenhornisse dreimal. Und... ja, etliche andere noch. Wir geben aber erstmal die Quests hier ab. Sian, Sian, ein Abenteurer. Ja, ich bin immer auf Achse, Mann. Musst du wissen. So, ansonsten würde jetzt hier ein Zug oder irgendwas kommen. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls kam hier nie irgendwas, das uns hätte mal wegbringen können. So, dann nehmen wir die nächste Quest gleich an. Hier, die gibt ordentlich Erfahrungspunkte, 1100 sogar. Ich glaube, das ist generell bei diesen Klassenquests so, dass die ziemlich viel geben. So, du jetzt noch. Ah, hier haben wir diese Riesenhornissen, die mit da aufgeführt waren im Bestarium. Wenn wir gleich mal drei töten, kriegen wir noch wieder ein paar EP-Punkte. Ja, zwei, drei Quests von der Sorte, dann sind wir auch schon wieder in der Werbung. Riesenhornisse, du warst es. Du warst es. Ich werde angegriffen. Ah. Oh, ich brauche mir keine Gedanken machen. Ist eh down. Da hinten ist noch einer. Blitz. Ich weiß gar nicht, ob das aufgewertet auch zu Feu-Ra, Feu-Ga, Blitz-Ra, Blitz-Ga, ob das so passiert, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe nämlich nie Magier gespielt gehabt. Kann auch sein, dass es bloß so stärker wird. Wer weiß. Ich zumindest nicht. Vielleicht werden wir es noch erfahren. Oder auch nicht. Je nachdem, wie schnell oder wie weit ich hier komme mit dem Level. So. Da, Riesenhornisse, Bestarium. Erledigt. Jetzt müsste man da oben hin. Wie komme ich denn da hin? Geht es hier nicht irgendwo hoch? Nutzen wir mal den Sprint. Ja, hier kommen wir lang. Kurzsichtige Palastware. Na super, und hält auch schon. Nice. Wie wär's mit einer Brezel? Ist erstmal was. Damit du weiter siehst. Kannst du durchgucken am besten. So, und
Jetzt setz mal wieder Sport ein. Auch wenn ich nicht so das Gefühl habe, dass wir dadurch wirklich schneller sind. Keine Ahnung. So, wo ist der nächste? Da, Pflichtbewusste sogar. Die hätten sie vielleicht da hochstellen sollen. Statt den hier unten. Aber du möchtest auch eine Brezel, habe ich gehört. Natürlich übergebe ich dir die. Vor allem hier, Riesenschildkröte, Stufe 12. Hat ordentlich Wumms hinter der Keule. Hat sich jetzt zwar ein bisschen falsch angehört, aber okay. So, jetzt sage ich mir mal nicht so wild. Was ich hier jetzt aber ein bisschen vermisse, ist die Musik. Gibt es hier keine Musik? Tastenbelegung, Kundendienst, Systemkonfiguration, Ton. Sound. Auch wenn das Spiel im Hintergrund ist, nein, natürlich nicht. Musik beim Reiten ist klar. Haben wir hier nicht. Krass, hätte ich eher... Ja. Hätte ich ja nicht so gedacht, weil eigentlich... Zumindest ist es ja bei World of Warcraft so, dass du da halt eine Musikschleife reinbinden kannst und ja, hast halt dann immer Musik von der jeweiligen Umgebung. So, für dich die letzte Brezel. Du siehst eh ein bisschen ausgehungert aus. Und wachsen ist gut für dich. So, dann kann man das jetzt... bei der Pflichtbewussten abgeben? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Sprinten wir mal hin, schauen wir mal. Also das war Rückführung, Teleport. Nee, das brauche ich nicht. Ah, nee, das ist der Bahnhofsvorsteher hier. Papa Schan. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass der doch auch noch irgendwie verhaftet wird, oder? Mir gerade nicht ganz so sicher. Ba, 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 Stufe 6, oder? Nee, Stufe 7 schon. Krass, gar nicht mitbekommen, dass ich Stufe 6 geworden bin. War aber in der letzten Folge, wenn ich mich nicht irre. Ah, was kommt nun? Ach doch, jetzt kommt irgendwas. Fräulein Lilira. Das sieht so panne aus, der Mantel mit dem Hut und dann immer noch diese kurze Hose. Wie man vielleicht schon sieht hier, der Himmel hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verändert. Weil hier ist ja auch dieser Tag-Nacht-Rhythmus ein bisschen anders geregelt. Ich glaube, hier ist alle 10 Minuten irgendwie Tag-Nacht-Wechsel. Na gut, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber ich sag mal halbe Stunde. Jedenfalls ungefähr so. So, wir sollen in diese Richtung. Oder da oben. Nee, wir folgen mal diesem Weg. Ja. Würde ich sagen. Laufen wir mal querfeldein. An den ganzen Mobs vorbei, die uns noch nicht angreifen werden. Da diese uns noch neutral gesinnt sind. Gibt doch Mobs, die glaube ich auch so sind, aber uns trotzdem angreifen. Ich bin mir aber wie gesagt nicht sicher so wirklich. Und hier haben wir Lilira. Nun beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies dir den Tutorial-Text gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Okay, krass. Den Kampf von unterm Baum des Sultans beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 8 zugelassen. Falls deine höher ist, wirst du automatisch auf Stufe 8 heruntergesetzt.
Ach, das ist jetzt, glaube ich, wieder so eine. Ja, das ist wieder so eine spezielle Quest. Das ist, glaube ich, wieder so eine Art Welt-Event, kann man fast sagen. Irgendwie war was mal gewesen, bin mir gar nicht sicher. Sasagan. Es bitte. Ach nee, das war die, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Was schleicht ihr euch heran? Ah, Lilira. Ich bin ein Schleicher. Aber er war wohl gemeint. Eure Spaziergänge sind... Das soll nicht eure Sache sein. Das war die Königin. Lasst mich alleine. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch. Begleitet mich zurück. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich um euch. Ah. Und dich hat wohl Papaschan hier geschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Bett. Na, die Entlaufene ist jedenfalls. Ah ja, hier der dicke Gargoyle. Wenn ihr nur nicht so viele ver... Bleibt in sicherer Deckung. In sicherer Deckung. Euer Gnaden. Mach schon. Wir übernehmen das. Aber viel hatte das Teil, glaube ich, auch nicht gehabt. Es war relativ... Na gut, Stufe 12, da kann man schon mal ein bisschen... Ja... mehr Angst haben. So. Und Stufe 12. Stufe 12. Mein Blitz. Ich mache nicht so viel Schaden. Vielleicht sollte ich weiter lieber mit Eis angreifen. Als mit Blitz. Als mit Feuer. Weil durch Feuer wird ja mein MP schneller verbraucht. Warum ich jetzt so viel bekommen habe, weiß ich nicht. Komm ich. Vielleicht kann ich doch mal ein bisschen mehr einsetzen. Ich muss mal genau auf meinen MP achten. Noch mehr von dem ist. Oh mein Gott. Ich will nicht hocken. Erstmal schön die Dots verteilen. MP dazu bekommen. Das will mir nicht so im Kopf. Jetzt habe ich schon wieder. Ich glaube, wenn ich mehrmals Eis einsetze, dann dürfte ich, glaube ich, immer wieder MP zurückbekommen. Komm. Blitz. Nochmal Blitz. Warten schon die nächsten Kreaturen auf uns. Wie fort mit dir? Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich bräuchte vielleicht einen kleinen Heiltrank gleich mal. Ja, bitte. Oh, nice. Ganz gut geklappt, muss ich sagen. Wir haben Mordsschaden gefahren. Eigentlich nicht. Aber okay. Genau, die Down. Yay. Was liegt denn da? Irgendwas Blaues. Ja, genau das. Komm, heb's auf. Oder er schwebt vom selbst, natürlich. Mit die festen Fäustlinge in der Wüste. Spricht wie das Äther zu uns. Huch.
Shit. Ah, ja, das gehört mit zu der Quest. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Träger des Kristalls. Höre Heidelins. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Verschiedene Größen. Sieht aus wie ein Raumschiff. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Noch jemand? Juhu. Lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Oh, da sind wir umgekippt. Ah, wieder zurück. Wieder zurück. Was war das nur für eine Kreatur? Infernalische Gesandte der Leere, Kreaturen aus dem Nichts. Sie haben viele Namen. Das also war so ein Wesen aus der ätherlosen Dimension. Wer solche Dämonen befehligt, ist kein Elvaranove. Hey du! Hey. Hast du dich erholt? Hast du dich erholt? Dass du nach dem Kampf einfach umkippst. Na, kein Wunder. Bei der Konzentration hier. Sag mal, hast du das öfters mal, oder willst du mich verscheißen? Was für ein Kristall? Ah, jetzt verstehe ich. Da ist uns ein großer Fisch ins... Entschuldigt mich. Ich muss Bericht erstatten. Auf Lilira kannst du jetzt aufpassen. Begleite sie zurück. Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin kein Kind. Nach Hause finde ich gerade noch alleine.
Uiuiui, die Ladies. Was will man da machen? Dann gehen wir ja, wohl ist auch. Die Hoheit wir sehen uns. Glaube ich. Zumindest. Irgendwie so war das gewesen. Sicher, schon bald. Und... ja, ich versuch's. Ciao. Immer wird man hier gestört, hat man ja wahrscheinlich gerade gehört mit dem Türengeplauze, ne? Aber na gut, das interessiert uns nicht. Ich würde jetzt noch gerne die Quiz abgeben, wenn das möglich ist. Hoffentlich ist das nicht zu weit. Ja, geht noch. Sprinte, sprinte, wie du noch nie gesprintet bist. Es hört eh in 5 Sekunden auf. Und ich kann es erst in 9 Sekunden wieder einsetzen. Nein! Na gut, ich bin außer Atem. Jetzt kann ich wieder. Und Sprung. Yay. Komm, gib die Quest ab. Ach, der war mal bei der Palastwache. Ah. Jetzt verstehe ich. Stimmt, da war was. Da kann ich mich ganz leicht dran erinnern. Ich glaube, der war mal Kommandant oder irgendwie bei der Stadtwache. Ich weiß es nicht mehr. Ja genau, geht mal lieber mit. So, und du möchtest uns jetzt die Kleider geben, die wir so dringend nötig haben, habe ich gehört. Mit den fetten Fäustlingen hier schon wieder. Ich finde das klasse. Sind bestimmt 20 Grad plus. Na gut, in der Wüste 20 Grad. Ich denke mal, ja, 30 Grad drüber plus. Ja, und da kannst du ordentlich in Schwitzen kommen. Abschließen. Gut, Auftrag ist abgeschlossen. Das heißt, wir könnten die nächsten Quests da annehmen und einmal dort drüben. Aber das machen wir nicht. Alles in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Haut rein. Ciao.